Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Race Recap Erkner Triathlon 4.0, Erkner Triathlon 2020. Es war eine kurze Saison, halbe Stunde Schwimmen in Davos, 3 Stunden 58, 28 in Erkner und nochmal eine gute halbe Stunde, den 10er im März. Haben wir uns alle anders vorgestellt, aber hier jetzt die Eindrücke vom Wettkampf am Wochenende. Viel Spaß und danach sehen wir uns wieder mit der Auswertung, Daten und so weiter und so fort. Let's go. Felix, wir sind hier ja. Nirgendwo hinter Berlin. Hallo, wir sind in Erkner. Was machen wir hier? Triathlon. Endlich mal. Guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Triathlon Erkner. Doch noch ein Triathlon dieses Jahr. Ja, ich bin mal gespannt. Erstmal einchecken, warm machen. Ein Schwimmen ist leider nicht. Aber so wie es ausschaut, das Wetter wird es zulassen. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das ist sehr gut. Schon der Helm verkehrt rum aufgesicht. Sehr gut. Moin. Alles gut bei euch? Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Es ist jetzt Viertel vor. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Also gut, Leute. Das ist ein bisschen das Gegenteil von dem Rennen in Davos. Ich habe es schon mehrfach gesagt hier auf dem Kanal. Aber wir sind die Strecke abgefahren, die ist wirklich sehr schön. Abwechslungsreich, drei Runden geht es zu bewältigen. Die sind glaube ich so ungefähr 30 Kilometer lang. Und dann ja, noch laufen, irgendwie so knapp unter 20 Kilometer. Das heißt, es ist echt so, so ein richtiger Triathlon jetzt. Jetzt bräuchte ich Hilfe beim Neo zu machen, bitte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! So, Applaus für den ersten. Bis jetzt 6, 3 auf 1. 3 auf 1. Sehr schön auf. Komm. Das lief aber wirklich gut, ja. Also schwimmen kann ich jetzt nicht sagen, weil weiß nicht, wie schnell die vorne war da. Weiß nicht, wie schnell die vorne waren und ich weiß auch nicht. 2 Minuten Rückstand. Ja, das weiß ich schon, aber ich weiß nicht, ob die schnell geschwommen sind oder ob die nicht so schnell geschwommen sind und ob ich dementsprechend, ach wie auch immer, auf dem Rad hat es echt gut geklappt. Erste Runde bin ich noch recht verhalten angegangen und dann ein bisschen schneller gefahren. Ist immer gut. Ja, das macht prinzipiell Sinn, es so zu machen als andersrum, sage ich jetzt mal. Oh ne, ja, echt Spaß gemacht. Und Laufen ging jetzt auch gut. Also hat jetzt 3,26 auf der Uhr. Im Schnitt über 19,67 Kilometer irgendwie. Ja. Jetzt muss ich mich kurz hinsetzen und dann muss ich mir überlegen, wie ich da wieder reinkomme, weil ich glaube, die Ordnerin, die lässt mich jetzt nicht mehr rein. Dann gibt es noch zu berichten, wie der Wettkampf so aus meiner Sicht gelaufen ist. Dadurch, dass die Radstrecke bzw. die Runde der Radstrecke leider ein bisschen außerhalb dann gedreht wurde. Also wir sind 5 Kilometer ungefähr, ziemlich genau 5 Kilometer dahin gefahren. Dann wieder 5 Kilometer zurück. Dann war die Runde etwas unter 30 Kilometer, 98 Kilometer. Also insgesamt, ich bin in 42,2 km/h Schnitt gefahren. Damit bin ich zufrieden. Normalized Power hatte ich 269, die erste Runde, das Hinfahren plus die erste Runde bin ich doch recht verhalten oder sehr defensiv, sehr konservativ angefahren. Das war aber auch so der Plan, sich erstmal so ein bisschen reinzusteigern und nicht von Beginn an mit der Brechstange zu fahren. Das hat sich gut angefühlt, nach ungefähr 35 Kilometer hatte ich 261 Watt im Schnitt getreten, das hat sich dann im Laufe der nächsten Kilometer bis auf 270, war glaube ich mal das höchste, was ich Average Power Output hatte im Laufe der Zeit. Das ist auf dem Rückweg dann wieder ein bisschen weniger geworden, das heißt im Schnitt waren es jetzt 265 Watt, die ich getreten bin. Ganz viele haben noch gefragt, wie viel ich im Moment wiege, also am Wettkampf morgen müsste ich irgendwas zwischen 63,0 und 63,2 gewogen haben.
Jetzt ein paar Tage danach, denke ich, ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen da von der 63 wieder weiter weg entfernen, nach oben hin. Mit dem Radpart bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich bin eine 95er Kadenz gefahren, das könnte noch den einen oder anderen interessieren. Und ja, wie gesagt, also auch mit dem Temposchnitt bin ich eigentlich sehr zufrieden, denn es waren doch einige Situationen und dann auch durch die Überrundungen immer wieder so die Situation, dass man doch einmal mehr bremsen musste und eben nicht alles Vollgas durchfahren konnte. Strecke war auch nur zum Teil gesperrt, was jetzt den Wettkampf nicht schlechter gemacht hat, aber wie gesagt, also ich denke, da kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden sein, war die ein oder andere Stelle auf dem Radweg dann auch mal. Und umso mehr hat es dann Spaß gemacht, wenn man auf den breiteren Straßen mit 44, 45 durch die Gegend sausen konnte. Also das war wirklich schön. Der Wechsel aufs Laufen hat auch ganz gut gepasst. Wie die Wechselzeiten waren, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das fühlte sich wirklich vom ersten Schritt an wieder sehr, sehr gut an. Ich bin, wie ihr im Video gesehen habt, die Vaporfly gelaufen, habe mir da so elastische Schnürbänder reingemacht. Das hat auch ganz gut gepasst. Ein bisschen eng vielleicht, wenn ich jetzt da noch viel weiter hätte laufen müssen, glaube ich, hätte irgendwann mal die Fußsohle vielleicht gekrampft. Da müsste ich noch mal ein bisschen nachjustieren für eine längere Laufstrecke. Aber finde ich, ist immer eben ein bisschen schwierig, da so die richtige Spannung irgendwie drauf zu bekommen. Ansonsten, wie gesagt, gute Laufbahn gehabt. Der erste Kilometer war irgendwie 3,18, 3,19. Dann habe ich mich so bei 3,25, 3,23 eingependelt. Die Laufstrecke ging, ich schätze jetzt mal ungefähr 50-50, also waren 19,56 Kilometer, 3,26 bin ich im Schnitt gelaufen. Average Puls war allerdings Handgelenksmessung 177. Ich schätze jetzt mal ungefähr die Hälfte der Strecke ging relativ geradeaus und auf Asphalt. Die andere Hälfte war entweder verwinkelt oder sogar ein bisschen so ein schmaler Trampelweg im Wald. Dann ging es im Wald mal so, keine Ahnung, ein paar Meter ein bisschen hoch. Dann waren ungefähr so 5 bis vielleicht 600, 700 Meter auf so sandigem Untergrund. Der war schon relativ fest. Genau, aber das alles mit eingerechnet, bin ich mit der 3,26, die ich dann im Schnitt erreicht habe, wirklich sehr zufrieden. Also das hat gepasst und passte auch zum Gefühl, dass ich eigentlich durch den ganzen Lauf irgendwie durch oder hinweg hatte. Hat dann wirklich Spaß gemacht. Also Susi hat mir zugerufen dann, als ich vom Rad gekommen bin, dass ich es genießen soll. Ich wusste auch nicht so ganz, was sie damit meint. Was ist dann noch groß Genuss? Hahaha, Schenkelklopfer, Spaß beiseite. Also das war wirklich gut. Und ja, so kann ich die Saison 2020 ungeschlagen beenden. Ja, so war es mit dem Jahr. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, mit dem Coach telefoniert. Der wirkte auch ganz angetan. Lustigerweise kam dann gestern Abend direkt noch eine Dopingkontrolle. Haben wir das also auch abgehakt. Und jetzt werde ich die nächsten zwei Wochen noch weiter trainieren, dann eine kurze Saisonpause machen und dann ja, mich für das Jahr 2021 vorbereiten. Ziele, brauchen wir auch kein Geheimnis drum machen, wird definitiv der Start bei der Challenge Rot sein, die ja bestimmt irgendwie stattfinden wird. Ich denke, mittlerweile haben sich alle Veranstalter irgendwie so darauf eingestellt, dass es eventuell nicht schlecht ist, noch einen Plan B und C in der Hinterhand zu haben und da bin ich ganz optimistisch, dass das stattfinden wird. Genau, die nächsten Wochen jetzt aber erstmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen runterfahren. Ich persönlich brauche es auch immer so ein, zwei Wochen wirklich ohne Plan, dann mal ja, vor sich hin zu trainieren, beziehungsweise einfach sich so ein bisschen zu bewegen oder fit zu halten. Ist ja auch für das Umfeld dann angenehmer, wenn man trotzdem sich noch bewegt. Denn wenn ich wirklich nur irgendwie auf der Couch rumliege, könnte unangenehm werden für alle, die so in der näheren Umgebung sind. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich über eure Kommentare, ja, wie unter jedem Video. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine kurze Saison-Recap machen, auch nochmal so durch die verschiedenen Leistungsdiagnostiken führen. Denn ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall auf dem Rad einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht habe im Laufe dieses Trainingsjahres. Und ja, die nächste Leistungsdiagnostik wird auch im Herbst definitiv wieder kommen. Das heißt, es geht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Video.